Ja, hallo, ich war schon ein bisschen mit mir selbst am Sprechen, falls du vorher noch rasch etwas gehört hast. Es ist der 13.3., doch eine recht dynamische, anregende, aktivierende Konstellation. Also heute kannst du wieder auf den Putz hauen, kannst du Bäume ausreißen, kannst du gut vorwärts kommen, hast du richtig Drive und es lohnt sich zu tun, zu arbeiten, kannst viel Wille, Tatendrang, Tatkraft zur Verfügung haben. Also von morgens früh bis abends spät da wirklich da pur Vollgas geben. Du kannst an einem anderen Tag wieder einen Ruhetag einlegen, aber heute so richtig in die Vollen. Ja, ob das jetzt im Kopfbereich ist oder in einem anderen Bereich. Ja, im Gespräch, da kann es durchaus hitzig zu und her gehen. Also die 16, wir haben da die vulkanische 16, also da können sich kraftvolle, leidenschaftliche, vielleicht auch heftige Gesprächssituationen ergeben. Ja, es kann Sinn machen im Geschäft, im Geschäft, ja. Es kann Sinn machen im Gespräch, auch zum Beispiel einiges aufzubrechen oder einiges sichtbar zu machen oder eben dann praktisch, ja, dass das realisiert werden kann. Also das ist sehr gut möglich mit der 16. Menschen, die einem 13.3. geboren sind, ja, denen muss man nicht zeigen, was Arbeiten ist. Ja? Die können sich gut behaupten, die haben Drive, die sind selbstständig, eigenständig, willensstark, freiheitsliebend. Ja? Sie können als typische Entwicklungsspezialisten, wir haben ja gerade gleich zweimal die drei, zum Beispiel im Persönlichkeitsentwicklungsbereich, also zum Beispiel Top-Trainer oder Top-Coaches sein, oder zum Beispiel, wenn es darum geht, ein Programm, ein Produkt, sonst etwas zu entwickeln oder im sonstigen Kopfbereich, ja. Sie haben zum Beispiel einen Kommunikationslink zu denjenigen, die am 16. geboren sind oder an einem 7., 8., nein, das stimmt nicht, 7., 8., 12.1. zum Beispiel oder 10.3. und so weiter. Ja, umso höher die Zahlen sind, umso mehr Möglichkeiten gibt es eben mit möglichen Kommunikationsverbindungen, weißt du? Also dann wünsche ich dir heute einen möglichst dynamischen, willensstarken, vorwärtsbringenden Tag. Bis bald. Vielen herzlichen Dank für dein Interesse. Ja, musste ich gerade suchen, gell? Also, ja, für deine Aufmerksamkeit, für dein Interesse, für deine Freude an einer ganzheitlichen Zahnlehre. Also, nochmals bis bald, gell? Ciao.